Hallo und herzlich willkommen zurück zum, ja, Path of Exile Metamorph Video Season. Den Tipps und Tricks und alles Möglichen. Jo, ich habe einen neuen Charakter jetzt hier. Weil der andere, ja, ist schon stark, aber echt mühsam zu spielen, weil er die ganze Zeit irgendwie umplatzieren von Totems braucht. Also muss die Totems eigentlich tausendmal spammen, bis du genug starke Items hast und so weiter. Dann geht es auch wieder besser. Also ich habe schon ein paar Items gefunden, die mir ziemlich helfen. Und jetzt, ja, mache ich einen Purify, mein Saboteur. Und der, ja, ist Hidden OP sozusagen. Nein, nicht mehr Hidden. Ja, ich wollte eigentlich einen Miner machen mit diesem Angriff hier, Eis, Kristallmine. Und habe dann noch ein bisschen im Forum gesucht nach Guides. Und dann fiel mir der auf. Ja, ja, 5 Morpha, also Metamorph-Bosse gleichzeitig One-Hit. Na gut, probieren wir den mal aus. Er könnte vielleicht ein bisschen OP werden. Ist er jetzt nämlich schon ziemlich. Ich habe nur einen 2-Link und trotzdem haue ich jeden runter. Ist schon heftig. Schauen wir mal. So. 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 Und ja. Das wird hoffentlich ein guter Drop. Ja, meine sind halt immer schon broken. Sehr anfängerfreundlich für SSF und so weiter. Ich habe einfach zu viele Items, die ich immer wieder verkaufen muss, weil sie ja nicht so gut spawnen. Also die Drop-Chance halt immer relativ gering ist für ganz gute Items. Aber ja, das ist. Das Game ist eigentlich. Also jetzt habe ich zum Beispiel ein Schild mit Resistenzen und es läuft schon viel besser. Am Anfang so viel Resistenzen wie möglich und ja, Leg Spikes schon den ganzen Abend. Deshalb kommt erst jetzt ein Video wegen den Leg Spikes. Tut mir leid, aber das sind die Server. Ja, ist momentan richtig schrottig. Hey, hallo, lass mich schwingeln. Aufpassen, ich komme. Server. Ich brauche sehr viel. Ich gehe mal kurz zurück. Eben ins Waypoint. Es könnte sein, dass wieder diese Map ein bisschen buggy ist. Ja, ist sie auch. Man wird dann zurückgesetzt und verliert alle Items von dieser Map und so weiter. Muss also die ganze Map nochmal spielen. Deshalb kurz raus. Eine neue Spawn. Ach komm. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Sehr nett. Jetzt muss ich alles wieder laufen. Liebes Spiel, ey, wär doch einfach mal ein bisschen fertig. Es kann doch nicht sein, dass das ganze Spiel unter dem Spiel leidet. Also wirklich, das. Die Engine leidet unter dem Spiel. Es ist einfach zu ein großes Spiel geworden für so eine kleine, winzige Engine. Macht einfach, ja, eine komplett neue Engine bei Path of Exile 2. Dass ich das auch nicht mehr ertragen muss. Aber ich habe irgendwie immer das Pech mit der Latenz. Immer so Lag-Spikes. Keine Ahnung, weil ich in der Schweiz wohne. Man sieht es, glaube ich, nicht. Ich habe Frankfurt. Sollte vielleicht auf Mailand wechseln. Das ist ein bisschen besser, weil, ja, in Frankfurt einfach zu viele spielen. Das ist das größte Problem. Also einfach den Server eventuell wechseln, wenn ihr so Leg Spikes habt. Vielleicht geht's besser. Aber ich glaube, die Server sind eher das Problem, nicht die Engine. Oder eben auch diese Spikes kommen durch die Engine, aber ja. Die Server sind halt auch zu schwach. Finde ich nicht gerade so okay, weil man ja eigentlich erwartet, dass man halt flüssig spielen kann, oder? Aber okay. Aber jetzt seht ihr, geht alles wieder flüssig. Es liegt immer an einzelnen Maps. Also ist das wirklich die Engine, was da ein bisschen Probleme macht. Da muss endlich mal irgendwas, also mehr auf die Engine geschaut werden. Viele Aspekte, wie zum Beispiel, ja, diese
Textboxen so ein bisschen mehr performance-lastig. Also zum Beispiel, ja, eben Textdokumente, diese, ja, was droppt gerade und so, sollte einfach mehr auf Performance achten. Oder was macht der Gegner gerade oder so Sachen. Diese Sachen müssen die Entwickler einfach besser machen. Das ist genau das, was so Lagspikes auslöst, weil viel gerechnet wird im Hintergrund. Also das Spiel muss zu viel rechnen. Und das löst halt einfach die Verbindung zu mir in Lags ein. Also 1000 habe ich manchmal Millisekunden, manchmal habe ich 16 wie jetzt. Es ist sehr unterschiedlich und das heißt also, dass das Spiel überfordert ist oder der Server überfordert ist. Ja. Läuft gerade echt nicht so gut. Tut mir leid. Aber ich brauche jetzt heute noch ein Video. Jetzt mache ich halt zwei oder drei Videos von Minecraft pro Tag. Aber Minecraft ist jetzt eigentlich momentan das motivierendste Game mit Path of Exile. Aber wenn halt Path of Exile Probleme gibt, dann ja, spiele ich lieber ein bisschen mehr Minecraft. Move Also ich habe jetzt noch ein bisschen wenig gesagt über den Bild. Möchte gerne noch ein bisschen erzählen. Also ich sage eigentlich ganz leicht, immer wieder spammen und dann immer wieder die Minion auslösen. Mehr müsst ihr nicht machen. Aber ihr seht, es ist einfach noch zu wenig Minenlay-Geschwindigkeit. Es fehlt einfach diese Remote Mine, heißt sie auf Englisch. Selbstauslösende Minen oder so. Also Minen. Und dann könnte ich Purify rein tun, das habe ich jetzt gerade auf der Nebenhand. Und ja, dann wird es natürlich schon besser laufen. Aber ich muss noch warten bis Ende Akt 3, bis ich dort Purity Mine bekomme. Ja. Und ja, wenn ihr manchmal eben eingefroren seid oder so, ja, achtet auf die Cold-Verteidigung, weil die frieren extremst ein. Also vor allem die Sirenen Ende Akt 1, die frieren eigentlich ständig ein, wenn ihr wenig Resistenzen habt. Und es ist nicht so gut. So, was ich mache, ist hier der Weg abkürzen, damit ich da explosive Minen und relativ schnell hier auf Level Konstruktion bis Sprengstoffe komme. Und dann erst der Weg hier unten. Also zuerst einmal Akrobatik nehmen, dann hier die Crit-Chancen noch dazu. Ja, so ist eigentlich mein Plan. Also so wenig wie möglich Crit-Chancen dazu nehmen am Anfang, weil ihr sowieso nicht gut crittet. Oh, einen einzigartigen. Nochmals einen einzigartigen. Sehr schön. Hilf mir bitte, der wird ein bisschen stärker, kleiner. Wie heißt der schon hier? S, irgendwas mit S. Boah. Was sind das für ein Mega-Opier? Bodenschaden, ey. Heftig, wie das unbalanciert ist, das Game momentan. Also in dieser Season ist die unbalancierteste Season, die es je gab. Die Bosse sind so ultra stark manchmal. Nein, es ist nicht. Es ist nicht Tabula Rasa. Fühl mich nicht ernst genommen. Schade, ich will aber Tabula. Tabula Rasa. Das würde mir sowas von mega helfen, aber gut, so ist Elefant ist immer mega schwer. Am Anfang vor allem. Das ist genau das, was ich will. Ich will nicht ein leichtes Spiel, ich will ein schweres Spiel. Einfach nicht ein stressiges Spiel. Letzte Season konnte ich nicht so viel Path of Exile spielen, weil ich ja immer eine Krankheit habe, wo das Stress nicht so abbaubar ist. Und deshalb manchmal einfach Stress habe ohne meine Medikamente. Und deshalb, ja,
Habe ich das Spiel nicht so gern gespielt, weil es mich immer sofort unter Stress gebracht hat. Und ja. Schade, dass wir jetzt gerade hier schlechte Sockel haben, also schlechte Chancen auf grüne Sockel. Ja. Na gut. Ja. Bisschen das Inventar, das Lager aufräumen. Aha. Aber ja, wir kommen ja gut vorwärts. Also, wir können zuerst noch hier vorbeischauen. Genau, da ist noch ein. Ja, wir haben ja sowieso den oben vergessen. Das haben wir nicht gemacht. Aber trotzdem nehmen wir den noch mit. So. Was ist eigentlich hier unten? Ist hier die große Spinne? Ich möchte die Spinne wiederfinden. Black Death, schwarzer Tod. Bist du irgendwo hier? Hallo. Ich brauche dich, kleine Spinne. Kleine Spinne Itzi Bitzi. Hallo. Wo bist du denn? Ich suche dich. Ja gut, die wird irgendwo in der rechten oberen Ecke sein. Ach komm. Ich bin ja sowieso kein Speedrunner, deshalb suche ich die noch kurz. Ich will unbedingt Metamorph von der haben. Ja. Es lohnt sich jetzt mehr, die Gebiete auch alle durchzusuchen für Unique-Gegner. Die geben eigentlich immer guten Loot. So eine richtig große Chance auf Unique-Gegenstände, das braucht man als Solo-Safe-Hunt einfach. Deshalb am besten einfach mal wieder Gebiete wiederholen in dieser Liga. Ob sie dann in den nächsten Ligen auch noch lohnen? Nee, glaub nee, nicht. Also es muss wirklich reingebracht werden. Dass in der nächsten Season Metamorph auch wieder überall ist. Aber machen sie nicht, sie sparen dann wirklich wieder extremst. Ah, da ist der schwarze Tod. Hallo. Grüezi. Grüezi, Bagur. Boku. Das heißt guten Tag, also Bonjour heißt guten Tag. Super, geht es dir? Ich kann ein bisschen Französisch, aber ich schäme mich ein bisschen. Also, das Problem ist, Französisch musst du wirklich richtig aussprechen, sonst bist du einfach nicht so ein richtiger Franzose. Dann bist du nicht Welschland in der Schweiz. Das französische Gebiet. Bad Genf. Wieso? Ja, nicht ganz 100%. Ja. Aber ich finde Französisch eigentlich eine der tollsten Sprachen von der Akustik und so. Man nimmt sie eigentlich immer relativ ernst. Also, sie sind nicht, also die Sprache ist nicht ernst, aber man nimmt sie irgendwie ernst. So herum. Vor allem ich, weil ich sie einfach liebe, wenn ich sie höre. Ja, relativ viele Franzosen übrigens in der Schweiz, also in Basel. Ja, das heißt im Elsass und den kommen. Sag jetzt schon mal wieder. Burgund, ne? Das Paris. Schöne Paris. Ist denn so komisch? Paris. Paris, Paris. Paris. Ich habe Paris. Ich liebe Paris. Ja, und ich bin ja momentan auch ein bisschen am Spanisch lernen wegen Champions of Regnum. Und geht auch relativ gut, aber es ist eine mega harte Sprache, finde ich irgendwie. Der Satzaufbau ist ganz anders als im Deutschen. Irgendwie so, ich gehe trinken, ist einfach mal ein mega Roman. So richtig lange. Und deshalb stehe ich eigentlich kaum die Spieler, weil ja, zuerst mal den Satzaufbau wissen muss. Also, wie meinen Sie jetzt das? Und da gibt es ja noch Portugiesisch und da bin ich ja wegen Brasilien und so richtiger Fan von der Sprache. Also, Portugiesisch jetzt nicht unbedingt, also Portugal, aber Brasilien halt schon echt fest. Weil ich auch mal nach Brasilien, also bisschen aufräumen möchte.
Weil der Urwald schwindet, der Regenwald. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Also, da kommt der Boss, den ich nicht so mag. Der hat einfach ein bisschen zu viele Damage-Spitzen. Aber ja, keinen Schaden angerichtet, glaube ich. Geht auch. Nicht so viel Schaden bekommen, wenn es auch ohne geht, mit OP. Eiskristallmine. Guten Tag. Ah, einfrieren wieder. Ah, da ist ja die Spinne. Das ist jetzt eben. Seht ihr, wie der viel Schaden macht? Der war damals in der Beta. War es, glaube ich. Ja, das war sicher schon in der Beta. Mega OP, weil man einfach noch nicht so gute Items hatte wie jetzt. Also. In der heutigen Zeit, mit dem heutigen Patchstand, hat man schon viel mehr Drop-Chancen und deshalb ist man auch stärker bei dem Boss. Aber weil ich ja eben schon in der Closed Beta gespielt habe, ist es natürlich noch mehr in Erinnerung. So. Ja, eindeutig Eiskiste. Herald des Eises, genau. Ah, Arachnobots, genau. Deshalb habe ich jetzt gerade die Quest als erstes gemacht. Stimmt. Arachnobots? Hallo? Ist jetzt Arachnobots? Ich hab den nicht mehr. Da. Blau. Ich habe grün gesucht und dieses blau. Aber ich habe so wenig Sockel. Ja, eindeutig hier. Und eindeutig hier. Schlechte Sockel habe ich momentan. Ich hätte mehr mitnehmen sollen beim anderen Charakter. Aber den mache ich natürlich auch noch viel weiter. Aber zuerst muss ich halt noch ein bisschen farmen. Mit diesem Charakter. So. Diesem Bild. Gut. Neue Items haben wir nicht mehr so. Immer noch so Schrotttränke. Adopt halt einfach nicht alles so gut, wie ich es hätte gerne. Ich brauche unbedingt die Handschuhe, aber die sind ab Level 25 wegen der Zauberung vom Ding. So, 17, okay. Also es läuft viel besser. Also der andere war mir ein bisschen zu langsam. Oh cool. Sehr mega geil. Ich habe sie mal genutzt. Auch als Kristallminenbild in der letzten Season. Aber mir noch nie so aufgefallen, dass sie so witziger sind. Ich dachte eher, sie sehen aus wie ja, Maschinen. Tanks oder so. Aber sind ganz kleine Krabbelviecher. Und die machen was besser. Einfach die Schaden vielleicht oder die Schnelligkeit. Ja, vor allem Schaden. Und sie schocken Gegner. Wow! Cool. Und die Minimap war gerade weg. Irgendwie ist ein bisschen verbuggt noch. Wir müssen unbedingt patchen. So, Grafikbugs und so weiter. Und ja, sie machen irgendwie immer die Gebiete länger. Wieso müssten die Maps immer länger werden? Ich habe nicht so viel Zeit, den ganzen Tag durch die Maps durchzustreifen. Sollten mal die Maps wieder ein bisschen kleiner machen. Es ist einfach zu lange, bis man 10 Akte durch hat. Für mich vor allem eben, der sehr viele Videos macht und sehr viel Sport macht, habe ich einfach keine Zeit, die ganze Zeit zu farmen, zu leveln. Ja, schade. Aber ihr seht, wie da jetzt einfach verstärker wurde. Ich habe nicht mal Herald des Eises an. Das ist einfach heftig. Wie broken Bild sein können. Ich habe auch jetzt einfach diesen Bild, damit ich auch ein bisschen schneller vorwärts komme und euch mehr zeigen kann. Aber das ist schon heftig, ey. Und ich habe irgendwie ein bisschen wenig Mana. Eventuell muss ich halt Clarity auf Level 1 zurückstufen. Oder einen neuen Clarity nehmen. Werden wir ja sehen, aber der Schaden ist schon heftig.
Wie viel Schaden machen wir jetzt schon? Das ist die Frage mit 2 Link. Wie viel Schaden machen wir? 188. Ist jetzt eigentlich auf Blatt Papier nicht so viel, aber weil es so schnell ist, dass wir so schnell angreifen, ist das schon heftig stark. Fast schon zu stark für mich. Ich fühle mich so OP. Ich bin nicht so gerne OP in Spielen. Ich bin einer, der eigentlich ständig irgendwelche Herausforderungen braucht. Aber ja, das ist eigentlich in jedem Game, man ist einfach viel zu schnell stark. Oder im Endgame hat man dann wieder Probleme, weil man die Items nicht findet, die man braucht. Ja, was ich machen würde, wenn ich ein eigenes Action-Rollenspiel machen könnte, wäre einfach ein bisschen mehr zu tun nebenbei. Also nicht immer die ganze Zeit leveln, Story machen und so. Und wirklich etwas nebenbei, das Großes nebenbei zu tun haben. Wie zum Beispiel die Labyrinthe. Aber die sind ja auch nicht gerade so interessant, dass man sie gerne macht. Es ist einfach eine Herausforderung, die einfach toll ist, aber ja, keinen Spaß macht. Also ja, schon Spaß macht, weil man ja auch motiviert ist, ein bisschen mehr am Skillbaum weiterzukommen. Also wenn man die 4x2 Punkte bekommen kann. Aber ja, nicht. Und hier ist auch den Dunkel. Keine Ahnung. Leider tut mein PC echt leiden unter dieser Grafik-Engine. Also der Lüfter von der Grafikkarte spurtet mega. Das Game macht einfach die Grafikkarte ein bisschen zu heiß. Das kann ich jetzt auch nicht immer live streamen oder so eine längere Zeit mit Path of Exile spielen. Das ist einfach ein großes Problem. Aber gut, ja, die wollen ja, die Entwickler wollen ja das nicht wegmachen, dass die Engine so schlecht läuft auf modernen PCs. Aber gut. Hier oben durch bis hierhin und die 2 auslassen, glaube ich. Ja, Fallenwurfgeschwindigkeit ist besser als Fallenschaden, ne? Minenschaden. Ja, das ist ein fremdes Spiel. Ich brauche eher grün, also ich brauche eines mit Energy Shade und Ausweichen. Den nehmen wir mal. Ja, ich spiele ja sowieso nicht Solo Self-Found, oder? Gebe nur Tipps für Solo Self-Found. Deshalb nehme ich das mal raus und benutze es dann auch. Weil Solo Self-Found jetzt wirklich ohne Clan ist einfach fast unmöglich. Für mit so wenig Zeit eigentlich. Also ich habe ja mehrere Season jetzt hintereinander Solo Self-Found gespielt. Und ja, man muss einfach viel zu viel spielen. Das ist leider das Problem. Hallo. Schon zu wenig. Ja, die müssen diese Prophezeiungen, also die Chance für Silbermünzen am Anfang, einfach erhöhen. In den Maps findet man dann genug Silbermünzen. Denke ich mal jetzt auch mit Conquer the Atlas. Aber gut. Also Dankeschön fürs Zusehen und viel Spaß mit euch, also mit euren Games und so. Bis nächstes Mal. Tschüss.